Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ich mache hier ein paar Nebenquests, weil ich gerade keine Lust habe, nach Celestia zu gehen. Es wird nämlich immer schwerer und ich müsste mal wohl oder übel offscreen ein paar Sachen machen, damit ich mal weiterkomme. Ja, und auch das Wasserwerk müsste ich mal machen. Ich müsste so vieles, aber ich tue es nicht. Aber spätestens, wenn ich gar nicht mehr weiterkomme, dann muss ich wohl oder übel was machen. Also keine Sorge, es geht hier alles schön weiter. Aber wir haben ja auch noch ein paar Nebenquests. Jetzt gehen wir in den Schmelztiegel, weil wir irgendeine Quest haben, von der ich gerade überhaupt keine Ahnung habe, von wem die war und was ich machen musste und so weiter. So, und jetzt gehen wir in Vesnas Refugium. Hier wird es keinen schwarzen Lotus geben. Ja. Ist ja fast schon wieder eine Ewigkeit her, dass ich in Drachenfels war. So eine Ewigkeit jetzt auch nicht, aber ne, die Zeit vergeht. So, ab in Vesnas Refugium. So hatten wir nicht gewettet, Schattenweber. Oh. Du hattest mich gebeten, den Stein zu bewahren, nicht gegen Zauberer zu kämpfen. Das sind alles die gleichen wieder, ne? Besiege diesen Eindringling und meine Königin wird dich reich belohnen. Ich habe schon von diesem Zauberer gehört. Nicht für alles Geld der Welt kämpfe ich gegen ihn. Wenn das ja alles vorbei ist, werden wir uns um deinen Verrat kümmern. Okay. Einer mit Feuer. Tja, jetzt mache ich aber mal hier ein bisschen was anderes. Ne? Achso. Braucht man Feuerprisma? Eigentlich braucht man noch nicht mal ein Feuerprisma. Bosskartenspiel. Ja, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal gerade hier. Das. Ein Phönix. Sollen wir mal einen Phönix reintun? Dann machen wir hier jetzt noch eine Tür rein. Und wir nehmen hier auch noch rein. Eine Elementarklinge. Reicht das? Ja, wir gehen mal aufs Ganze. Rucksack. Mal gucken, ob das jetzt schnell funktioniert. Oder ob ich damit mir selber ein schönes Beinchen gestellt habe. Ne, weil die sind ja alle jetzt auch nicht besonders stark hier, ne, die Jungs, Mädels. Auch wenn es vier sind. Ist natürlich nur immer lästig, ne, wenn da so viele rumschwirren. Aha, 25% ist viel. So, wir sammeln die Pips. Wir können noch ein Geisterschild. Ja, gebrauchen. Ja, von mir aus. Ja. Nee, komm, die greifen mich im Moment eh nicht an. Das heißt, wir benutzen mal das. Wenn die angreifen, sind die Angriffe auch so lächerlich. Ich brauche mich jetzt eigentlich nicht großartig schützen. Es sei denn, ich hätte keine andere Karte auf der Hand, die ich benutzen kann. Aber so lang gucken wir mal, dass wir es so über die Bühne kriegen. So, und jetzt müssen wir nur Pip sammeln und gucken, dass ich gleich den Dings benutzen kann, ne? Den Drachen. So. Sturmangriff. Ja klar. Das ist ein Sturm. Sicher. Ja. Dann könnten wir auch
mal hier dieses minus 25% Ding wegmachen. Wir warten nur auf den Drachen. Oh, der Schattenweber da rechts mit dem Feuer, der kann mir aber gleich schön Schaden zufügen, ne? Minus 80% gegen Eis, ja, das ist ja völlig egal. Plus 30% Sturm. Ja, sollen sich mal alle gegenseitig aufpushen. Mir egal. Denn jetzt kommt ein Drache vom Himmel geflogen. Pounce. Hallo, hat mich jemand gerufen? Hm. Weg. Keine große Sache. Oh, da will ich anrufen. Ja, ich gehe da jetzt dran. Aber erst machen wir das hier zu Ende. So, ich muss den Kampf offscreen beenden. Tut mir wirklich leid, Leute. Ciao. Bumm, da bin ich wieder. Krasser Schnitt. Ich habe den Kampf natürlich gewonnen. Das war ja total easy. dann habe ich 15 Minuten telefoniert und dann wurde ich leider rausgeschmissen aus dem Spiel. Ich habe den letzten Stein gefunden. Jetzt muss ich noch mit der Tante hier sprechen. Muss hier wieder reingehen und hier sind alle wieder. Ich hoffe, ich kann jetzt hier ganz unbeschadet mit der Frau sprechen. Ich werde dir keinen Ärger bereiten, Zauberer. Ich fühle keine Sympathie für die Schattenweber. Sie brachten mir das letzte Stück des Steins und boten mir Gold, wenn ich ihn verstecken würde. Lass mich meinen guten Willen beweisen, indem ich den Stein wieder in seinen Originalzustand versetze. Das ist der Stein von Mazaroth. Jetzt, da du den Stein von Mazaroth wiederhergestellt hast, verwandelt sich das mysteriöse Signal in eine klare Botschaft. Mhm. Mayday, Mayday! Hier spricht Börsen Planke von der Spiralgeografischen Gesellschaft. Wir brauchen Hilfe. Unser Erkundungsteam ist in Celestia gestrandet. Wir werden angegriffen. Schickt sofort Hilfe! Die schattenhafte Königin ist zurückgekehrt. Hinter all dem steckt Moor. Gante. Da weiß ich doch schon. So, ab nach Rabenhain. Mit Blixi Bloxi sprechen. Hinter all dem steckt sie auch. Ja, ich bin ja schon so viel gespoilert worden. Das geht ja schon. Kann man schon Bücher mitfüllen, wie viel ich gespoilert wurde. Und natürlich weiß ich, dass es Morgante ist. Ich weiß auch, dass der Draco, dass hier der Melliboy nochmal auftaucht als Untoter, dass man. Und so weiter und so fort. Ich weiß schon alles. Über alles weiß ich Bescheid. So, jetzt sprechen wir mit Blix Hagelkorn. Hi. Plank? Gute Güte. Thurston Plunkett hat damals mit ihr zusammen studiert. Wir waren gut befreundet. Ich frage mich, was die Spiralgeografische Gesellschaft in Celestia macht. Wir wissen nur wenig über sie. Dort herrschte einst ein Volk, das die Sterne verehrte. Die Leute von Celestia waren wirklich merkwürdig und sie formten mächtige Magie. Es gab Gerüchte über die Ereignisse in Celestia. Vor Jahrzehnten öffnete sich einmal das Spiraltor und es führte mitten hinein in die Tiefen eines blauen Meeres. Wir mussten es umgehend versiegeln. Die Spiralgeografische Gesellschaft muss mit anderen Mitteln nach Celestia gelangt sein. Ich frage mich, was sie dort gefunden haben. Dank deiner Hilfe wissen wir nun, dass Thurston Plunketts Expedition nach Celestia in Schwierigkeiten ist. Die Expedition der Spiralgeografischen Gesellschaft ist in großer Gefahr. Plunketts Notruf erwähnte die schattenhafte Königin und jemanden namens Mor. Ich frage mich, wer das ist. Nun, das wird warten müssen. Bitte geh nach Marleybone und sprich im Royal Museum mit Walter Chaplin. Er wird wissen, wo der Spiralschlüssel nach Celestia liegt. Hä? Bin doch schon in Celestia. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Quest, die ich hab liegen lassen. Kann das sein? Der Spiralschlüssel. Ich habe ja schon gequestet in Celestia. Ich weiß ja schon, dass die Ureinwohner von Celestia wohl Aliens waren. Ach Moment, da bin ich ja auch gespoilert worden. Bin ja mit allem gespoilert. Finde ich echt kacke. Finde ich wirklich blöd, muss ich schon sagen. Soll ja auch so ein bisschen spannend sein, ne? Wenn man schon alles immer erzählt bekommt, was passiert.
Chaos, dann und dann und dann passiert das und das und das. Es ist ja oft nicht böse gemeint, aber lass das doch. Bitte. Ja, so viele große Geheimnisse werden jetzt auch hier nicht mehr passieren wahrscheinlich, ne? Royal Museum. Let's talk to Walter Chaplin. Hallo? Willkommen. Ich bin Walter Chaplin von der Spiralgeographischen Gesellschaft. Der Spiralschlüssel für Celestia befindet sich im Archiv der Spiralgeographischen Gesellschaft. Leider wimmelt es im Archiv nur so von allen möglichen grobianen Stoff. Du musst ins Archiv gehen und dort den Celestia-Spiralschlüssel besorgen. Sei vorsichtig. Das Archiv ist ziemlich Hab ich doch alles schon. Es wird etwas dauern, den Schlüssel zu finden. Na egal. Gehört wohl irgendwie auch alles dazu. Machen wir mal. Komisch. Alles sehr komisch, nicht wahr? Wir suchen jetzt den Spiralschlüssel im Regent's Square. Du betrittst gleich einen Dungeon. Wenn du dich länger als 30 Minuten... Nein, zweistündiger Dungeon machen wir jetzt nicht, weil ich jetzt nur noch knapp 20 Minuten aufnehme und dann die Aufnahme beende für heute. Das haut nicht mehr hin. Das können wir beim nächsten Mal gerne machen. Ne? Das könnte interessant sein. So, dann gehen wir halt nach Celestia, wo ich ja noch gar nicht war, und besiegen einfach mal ein paar Soldaten. Gibt ja immer noch genug zu tun, genug zu tun. Zweistündiger Dungeon. Obwohl ich den wahrscheinlich schneller durchbekomme, weil das wird wahrscheinlich auch nicht so schwer sein. Flosser-Soldaten. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Lümmel sich rumtreiben. Flosser-Schützen. Ach, da sind wir schon fast. Ach, Momentchen mal. Lass mal gerade was gucken. Goldkarten. Sind das nur Goldkarten? Na gut, aber gut. Ich könnte ja auch theoretisch... Obwohl, Moment mal, lass mal überlegen. Ich kann diesen Typ mit Feuerprismen besiegen. Rein theoretisch kann mir hier dann noch extra Goldkarten besorgen. Obwohl die jetzt auch nicht so wirklich toll sind, ne? Ich meine jetzt hier diesen Alien im Stellarium, ne? Aber auch das wollte ich ja wieder offscreen machen. Zumindest den ersten Teil. Weil was alles schon mal gemacht hat, wie viel ich offscreen machen will. Moment. Jetzt mal gerade gucken. Nämlich noch das andere Kartenspiel hier. Wir nehmen natürlich jetzt das richtige Kartenspiel. Das Boss-Kartenspiel. Ist so total doof. Die haben aber viel. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung. 2410, Wahnsinn, oder? Na gut, dann müssen wir richtig powern jetzt. Uns richtig aufpowern. Zack. Erste Aktion, direkten Angriff gegen den armen Kevin. Ein Turmschild. Super. Nun gut. Den brauchen wir nicht. Das brauche ich vielleicht. Doch, das brauche ich. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Klinge. Schon mal. Was? Ups, habe ich nicht aufgepasst. Mist. Na, dann müssen wir die Folge jetzt unterbrechen.
Ich muss mich wirklich ein bisschen ranhalten mit der Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.